Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin ja wie immer in Facebook unterwegs und nehme das auch gerade mal wieder total spontan auf. Und es war vor kurzem eine WhatsApp-Aktualisierung, wie ich gesehen habe. Kann man da jetzt ja wie bei Snapchat oder so Stories posten oder wie bei Instagram, keine Ahnung. Und naja, ist halt jetzt so, kann man nicht ändern, ist neu. Normale Status-Aktualisierungen sind ja jetzt wohl weg. Und naja, müssen wir mit lesen. Leben. Den eigentlichen Sinn von WhatsApp, kostenlos Nachrichten zu schreiben, wenn man Internet hat und so, der ist ja weiterhin vorhanden und so. Und ja, also, wen interessiert's? Was ist daran jetzt schlimm? Ich lese nämlich ständig in Facebook jetzt wieder, jetzt nur noch, WhatsApp ist so scheiße, Snapchat 2.0, da gibt's sogar schon Gruppen mit 400 Mitgliedern nach einem, zwei Tagen mit, wir wollen das alte WhatsApp zurück und so, und Alter, wen interessiert das? Das ist doch jetzt nur nicht schlimm. Oder von irgendwelchen anderen Seiten lese ich auch, so eine Bilder gibt's sogar schon und alles, oh, mein Hobby Stalken ist jetzt vorbei und all so ein Kram und, oh Gott, Jungs, Alter. Jungs und Mädels, es gibt ja wohl wirklich schlimmere Dinge auf der Welt, als dass jetzt WhatsApp so ein neues Feature hat. Und oh ja, jetzt kann ich keine Starten mehr posten. Starten? Ist das ein richtiges Wort? Starten? Statusse? Und oh Gott, ey, jetzt regt sich wieder... Jetzt ist bestimmt wieder wochenlang wieder Top-Thema überall. Oh, WhatsApp ist so blöd. Und dann, oh Gott... Löschen werden sie es sowieso nicht, weil sie alle darauf angewiesen sind. Und wie gesagt, die Nachrichtenfunktionen sind ja immer noch vorhanden. Also, wen interessiert's? Mich juckt das jetzt überhaupt nicht. Ich meine, ich finde das auch ganz witzig. Meine eine Schwester zum Beispiel hat kein Facebook oder so. Dann kann die auch mal sehen, was bei mir so abgeht, wenn ich gerade mal nicht bei ihr bin oder so. Ist doch cool. Also, mich stört's überhaupt nicht. Und ich meine, es gibt wirklich schlimmere Dinge auf der Welt, als sich über WhatsApp jetzt aufzuregen. Ich sitze hier übrigens gerade auf Klo bei mir. Es halt ein bisschen, weil hier stehen nicht viele Möbel. Und ich glaube, ein Klo halt sowieso immer. Weil ich gerade einen Kumpel hier habe und ich nicht vor ihm sitzen möchte und hier ins Mikrofon quatschen will. Weil der zockt gerade und so und das ist ja dann doof. Ja. Ich sitze gerade also tatsächlich auf Klo. Ich war davor auch auf Klo, falls es jemand interessiert. Das ist einfach die Wahrheit. Und ja. Na, mal sehen. Ich habe wirklich Facebook aktualisiert und nur WhatsApp ist so schlecht, WhatsApp ist so blöd. Wenn WhatsApp so blöd ist, dann löscht es und schreibt halt wieder SMS, aber das möchte ja auch kein Mensch. Meine Fresse. Und auch in WhatsApp selber sehe ich jetzt, wie alle Leute, die dieses neue Feature benutzen und das dann halt auch nur schlecht machen. Und dann halt Stories posten mit, was ist das für ein Scheiß, was soll das, bla bla bla. Und oh Gott, ey. Jungs. Außerdem ist es ewig, was ich auch positiv daran finde, ist, ich suche ja immer ständig nach irgendwelchen Leuten, die Zeit haben. Schreibt bei Facebook hin, wer Zeit hat, bla. Und auch manchmal nachts. Und wenn ich dann halt mal so eine Story posten würde, mit der Frage, wer hat Zeit, sieht man ja auch, wer da drauf war, wer sich das angeguckt hat. Und dann kann keiner mehr behaupten, er ist nicht wach oder hätte keine Zeit, ne? Also... Das ist doch Stalken auf einem ganz neuen Niveau, weil wer achtet denn da jetzt noch drauf? Also wer achtet denn die erste Zeit beziehungsweise überhaupt immer da drauf? Oh, da könnt ihr das ja sehen. Das juckt doch keinen. Also, ist somit auch dieses zuletzt online, worüber sich auch immer alle aufregen, was man ja ausschalten kann und dann immer keine Nachricht zurückkriegt, ja somit, also ihr wisst schon, was ich meine, man kriegt ja dann halt keine Nachricht zurück, dann heult man rum, weil das zuletzt online ja aus ist, man weiß nicht, wann wer on ist halt. Und somit ist es doch auch eigentlich praktisch eliminiert. Ist doch, also es hat alles seine positiven und negativen Seiten, würde ich sagen. Und naja, habe ich jetzt schon viermal gesagt, es gibt wirklich deutlich schlimmere Dinge auf der Welt. Also hört auf euch, um so eine Scheiße aufzuregen. Ja, das Gameplay ist jetzt auch eigentlich, glaube ich, schon gleich vorbei. Es sind 21.6, glaube ich, mit Ballista, ganz frisch erspielt, also so alt ist das noch nicht, vor zwei Tagen oder so, ist auch gleich vorbei, ich hole da auf jeden Fall nur ein Gnadenlos, also es gibt auch Besseres, aber dazu
Dazu brauche ich ja, glaube ich, nichts sagen. Das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, wer meine Videos guckt. Ist mir egal, ob ich gut oder schlecht bin. Naja. Ach ja, hier hätte ich noch übelst viele holen können, wie man gerade sieht. Aber erstens sterbe ich und zweitens, na, hätte ich nichts von gehabt, weil das Spiel eh vorbei war. Und naja. Dann würde ich das Video an dieser Stelle mal beenden. Da 21.06, wenn ich das richtig lese. Lasst es euch gut gehen. Löscht WhatsApp, wenn es euch zu doll abfuckt, oder nehmt es einfach so hin, wie es ist. Und bis die Tage, Leute, lasst es euch gut gehen. Tschüss. Like, yeah.